Das bedeutet, als Mönch im Westen zu leben, dass man eigentlich nicht mit Mönchen zusammenlebt, sondern im Allgemeinen sehr unter den Laien lebt. Also das ist mit Sicherheit eine Schwierigkeit. Wobei das kann man auch, also man muss nicht als eine Schwierigkeit betrachten. Das ist nur, wenn man jetzt eine Vorstellung hat, Mönchsleben bedeutet eben nur unter Mönchen zu sein und das würde es einfacher machen. Aber das ist ja auch nicht unbedingt gesagt, dass das dadurch einfacher ist. Im Endeffekt würde ich mal sagen, hat ein Mönchsleben ähnliche Schwierigkeiten wie jede Art von spirituellem Leben, dass es auch beim Mönchsleben darum geht, eben sich hinzugeben dem Weg. Und da gibt es Phasen, wo das ganz gut klappt und dann gibt es Phasen, wo man Schwierigkeiten hat, wo vielleicht auch mal Zweifel hochkommen oder wo äußere Schwierigkeiten da sind, die einen ablenken wollen auch. Aber das ist nicht, würde man denken, das ist nicht so anders, wie es bei den Laien auch ist. Vielleicht erwartet man von einem Mönch, dass er noch strikter ist, dass er noch ernsthafter ist, dass er noch hingegebener ist. Wobei das nicht unbedingt sein muss. Es gibt auch Laien, die sehr, sehr ernsthaft praktizieren und wo ich oft ganz, ganz großen Respekt habe, wenn Laien in einer vielleicht gar nicht so förderlichen äußeren Situation eine sehr, sehr intensive Praxis aufrechterhalten. Also das ist vielleicht so allgemein, dass da gar nicht so große Unterschiede gibt zwischen den Schwierigkeiten von einem Mönch und einem Laien. Das kommt immer darauf an, wie weit das Verständnis ist, wie weit man sich hingeben möchte, wie weit man sich da reingeben möchte.